Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Pfingstmontag. Statt wie geplant einen Gottesdienst mit vielen Menschen aus den christlichen Gemeinden Melsungens zu feiern, begrüßen wir Sie online, in und aus unseren Kirchen. Gottes Licht strahlt bunt. Unter diesem Thema sollte der gemeinsame Pfingstgottesdienst stehen. Bunt wie die Vielfalt, die wir in unseren Gemeinden erleben dürfen, im Miteinander. Gottes Geist leuchtet in unsere Welt und in unsere Herzen. Durch Gottes Geist wird diese Welt erhellt und strahlt in bunten Farben. Gottes Geist, komme über uns in diesem Gottesdienst. Danket Gott, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Dies ist der Tag, den Gott macht. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Gott, hilf uns an diesem Tag. Lass unser Tun gelingen. Gelobt sei, wer in Gottes Namen kommt, und gesegnet seien die, die in Gottes Haus wohnen. Lasst uns Gottes Haus festlich schmücken und mit Blumen den Altar. Du bist mein Gott, dir will ich danken und deinen Namen preisen. Danket Gott, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wir beten. Du Gott des Himmels, du schenkst uns deinen Geist, dass er uns innerlich erleuchtet und uns mit Weisheit beschenkt. Wir bitten darum, dass wir deinen Geist noch mehr spüren und wahrnehmen, dass wir Mut empfangen, wo wir verzagen, dass wir zur Freude geführt werden, wo wir uns in unsere Trauer zurückziehen, dass wir uns für die Gemeinschaft deiner Kinder begeistern, statt uns in uns selbst zu verkrümmen. Dies bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Thank you.
Der König Salomo betet zu Gott: Wir erfassen kaum, was auf Erden ist, und begreifen nur schwer, was wir in Händen haben. Was aber im Himmel ist, wer hat es erforscht? Und wer hat deinen Ratschluss erkannt? Es sei denn, du hast Weisheit gegeben und deinen Heiligen Geist aus der Höhe gesandt. Liebe Zusehende, in den vergangenen Wochen ist zumindest mir immer wieder vor Augen gestellt worden, wie wenig wir eigentlich wissen. Da taucht ein Virus auf, von dem immer noch nicht klar ist, woher es eigentlich stammt. Es verbreitet sich rasend schnell und vieles von dem, was wir über Viren gewusst haben, scheint auf dieses Virus nicht zuzutreffen. Eine Zeit lang war es so, dass die Podcasts von Deutschlands mittlerweile bekanntesten Virologen nahezu jeden Tag neue Erkenntnisse zeigten. Und doch, wir wissen längst nicht alles. Es bleiben ganz viele Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Keiner kann vorhersagen, ob es eine zweite, womöglich intensivere Infektionswelle geben wird. Keiner kann vorhersagen, ob es gelingt, zeitnah einen Impfstoff zu entwickeln und zu produzieren. Keiner kann vorhersagen, welche gesellschaftlichen Folgen diese Pandemie haben wird. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass sich die verschiedensten Theorien und Vorstellungen entwickeln, dass Menschen die in Anführungsstrichen einfachen Antworten akzeptieren, die womöglich nur auf irgendwelchem Halbwissen beruhen oder gar in die Welt gesetzt wurden, um ganz andere Ziele zu erreichen. Wir Menschen sind nun einmal so, dass wir gerne wissen wollen, erfassen, verstehen. Was uns unbekannt ist, wird oft als Bedrohung empfunden, macht unsicher, macht Angst. Von Salomo, einem der frühen und berühmten Könige des Volkes Israel, wird in der Bibel seine Weisheit hervorgehoben. Diese Weisheit äußerte sich auch in ganz kleinen, ganz alltäglichen Dingen, etwa da, wo Recht gesprochen werden musste, wo Konflikte geschlichtet werden mussten. Sie äußerte sich in weisen politischen Entscheidungen. Sie zeigt sich aber auch, und das wird in diesem Gebet deutlich, darin, dass Salomo um die Begrenztheit und Unvollkommenheit des menschlichen Wissens und Erfassens wusste. Denn erst wenn ich erkenne, dass ich eben nicht aus mir heraus alles erfassen, erkennen, verstehen kann, werde ich frei, mir Erkenntnis und Wissen schenken zu lassen. Das gilt in besonderer Weise, wenn es dabei um Dinge geht, die unserem Erfahrungshorizont entzogen sind. Wenn wir schon in dem Bereich, den wir vor Augen haben, nicht alles erfassen oder verstehen können, wie sollte es uns denn da gelingen, wo es um die himmlischen Dinge geht, also um das, was unserem direkten Erfahrungshorizont entzogen ist? Da braucht es Unterstützung. Und erst wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich das alleine eben nicht auf die Reihe kriege, kann in mir die Bereitschaft wachsen, solche Unterstützung anzunehmen, danach zu suchen, um sie zu bitten. Das macht ganz viel des christlichen Glaubens aus. Weisheit, Erkenntnis, das Wissen um die himmlischen Dinge, das ist etwas, bei dem wir tatsächlich die Hilfe und Unterstützung durch Gottes Heiligen Geist brauchen. Und Pfingsten ist die Zusage Gottes, uns diesen Heiligen Geist zu geben, diesen Geist, der uns in das Erkennen hineinführt. Das Erkennen, dass es mehr gibt als das, was uns direkt vor Augen liegt. Gottes Geist führt uns in das Wissen hinein, dass wir von Gott geliebt sind, dass Gott sich um uns kümmert, dass Gott unserem Leben Sinn, Ziel und Ausrichtung geben will. Gottes Geist lässt uns in Christus die liebevolle Zuwendung Gottes erkennen. Und weil Menschen einfach auch unterschiedlich sind, weil sie unterschiedlich ticken, unterschiedlich auch geprägt sind von ihren Erfahrungen und ihrer Geschichte,
Darum wirkt Gottes Geist durchaus auch eine Vielfalt im Erkennen und in der Weisheit. Gottes Licht strahlt bunt, wollten wir als Thema über den Gottesdienst zum Pfingstmontag schreiben, um deutlich zu machen, dass wir in den verschiedenen Kirchen unserer Stadt, in den unterschiedlichen Ausprägungen des christlichen Glaubens, das Wirken des Geistes Gottes erkennen. Wir dürfen geleitet vom Geist Gottes erkennen und erfassen, dürfen die liebevolle Zuwendung Gottes kennenlernen. Und das gibt Mut zum Leben, auch in dieser Welt, die doch immer wieder von Ungewissheit und Unwägbarkeiten geprägt ist. Es gibt Orientierung und die Chance, mit dem, was uns an Unbekanntem begegnet, umzugehen. Das ist mir in den vergangenen Wochen wieder einmal ganz deutlich und bewusst geworden. Wir brauchen das Wissen um die liebevolle Zuwendung unseres Gottes und dürfen das auch erbitten. Komm, Heiliger Geist, auch zu uns. Lass uns die Liebe und Zuwendung Gottes erkennen, erfassen und leite uns zum gemeinsamen Lob und Dank. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dein Geist ist der Atem, durch den wir zu dir beten. Er schenkt den Betrübten Trost und den Strauchelnden neue Kraft. Er entfacht in uns das Feuer, durch das wir dich erkennen und lieben können. Er führt uns in die Weite und befreit uns von den Zwängen, in denen wir uns verfangen haben. Wir möchten auf die Kraft deines Geistes vertrauen. Führe uns durch deinen Geist in die Weite, damit wir von unserer inneren Enge loskommen und auch innerlich frei werden. Damit wir ohne Neid auf das schauen, was andere haben oder können. Damit wir uns an den Erfolgen unseres Nächsten freuen können. Schenke uns durch deinen Geist die Sprache der Liebe, die denen ihre Stimme leiht, die keine Stimme haben. Lege uns Worte in den Mund, mit denen wir uns für die einsetzen, die zu müde sind, um noch etwas zu fordern, oder zu ängstlich, um zu widersprechen. Lass uns durch deinen Geist immer wieder vom Neuen Hoffnung wagen und Visionen und Träume entdecken, damit wir Menschen zum Glauben führen, Traurige trösten und Mutlose aufrichten.
Lass deinen Geist wirken, damit wir überzeugend dein Wort verkündigen in unseren Häusern und Kirchen. Amen. Ich lade Sie ein, mit einzustimmen in das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diese Woche erfüllt vom Heiligen Geist. Lasst euch begeistern für die Sache Gottes. Geht in diese Woche gestärkt vom Geist der Hoffnung. Lasst euch berühren vom Heiligen Geist. Gottes Geist verbindet uns alle und setzt uns in Bewegung. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.